Es ist über 7 Monate her, dass Blue Ocean uns das letzte Lego Star Wars Mystery Pack der Magazine spendiert hat. Und das ist viel zu lange. Deswegen 7 Monate später und wir halten endlich das neue Ultimate Star Wars Action in der Hand. Aber auch bei dem lässt die Verfügbarkeit wirklich zu wünschen übrig. Hey, liebe Brixies, und ein herzliches Willkommen hier zum Lego Star Wars Ultimate Star Wars Action Mystery Pack oder einer Wundertüte, wie auch immer man sie nennen möchte, Nummer 1. Für 6,99 ist das Ganze frisch erschienen, irgendwann diesen Monat oder letzten Monat, weil das Problem bei dem Ding ist, bei uns gibt's das nicht. Und zwar überhaupt nicht. Weder bei mir noch irgendwo bei mir in der Nähe. Und der Grund, warum ich das trotzdem in der Hand halte, ist der liebe Baltic Bricks oder Baltic Bricks. Deswegen schaut unbedingt bei ihm vorbei. Der hat nämlich einen kleinen Beitrag dazu gemacht. Und ich muss mal kurz gucken, ob ich den finde oder ob das auf TikTok war. Nee, hier, nee. Wo ist es denn? Meine Güte, postet er viel. Also hier ganz unten, da ist schon ein kleiner Ausschnitt zu sehen. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel zeigen jetzt, weil das natürlich dann auch spoilern könnte für meine Wundertüte. Aber er hat eben so ein Ding geöffnet und habe ich ihm geschrieben und gefragt so, what? Wo genau hast du das denn her? Bei mir gibt es das überhaupt nicht. Ich konnte es auch nicht finden. Ich habe extra überall geschaut und hat er mir angeboten, mir auch welche zu besorgen und hat mir dann eben eine beziehungsweise sogar zwei davon zugeschickt. Und an der Stelle nochmal ein riesiges, riesiges Dankeschön an dich, lieber Baltic Bricks. Wie gesagt, schau da unbedingt vorbei. Ich habe das Ding dann ausgepackt aus diesem großen Päckchen und da hatte er tatsächlich noch etwas beigelegt und zwar so eine kleine Tüte mit extra Steinen und deswegen hier ist auch nochmal sein Logo. Also guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich fand das total cool und habe mich mega, mega darüber gefreut, über die Figuren, aber natürlich, ich glaube am meisten über das Mystery Pack. Weil wie ihr wisst, ich bin ein riesiger Verfechter von den Dingern und das Blue Ocean, die jetzt irgendwie 7 Monate lang komplett vernachlässigt hat, hat mir schon ein bisschen Trauer im Herzen dann gegeben. Das fand ich nicht ganz so schön und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt ein neues bekommen und natürlich jetzt rausfinden können, was hier drin ist oder auch nicht. Denn auch hier gibt es wieder einen kleinen Fehler, den Blue Ocean gemacht hat. Also wahrscheinlich ein bisschen was zwischendurch, was auch ich verpennt habe, aber einen, der relativ notable aufgefallen ist. Und zwar, ich habe jetzt auch schon relativ vergessen, wie ich das immer so mache mit den Mystery Packs. Das war immer so eine schöne Tradition, die wir hatten, wie wir immer durchgegangen sind durch die Dinger. Deswegen müssen wir uns jetzt komplett neu einfuchsen. Aber eine Sache, die ich immer ganz gerne mache, ist, diesen kleinen Text hier unten zu lesen. Also das Kleingedruckte, was tatsächlich von den abgedruckten Sachen drin sein kann. Meistens ist es so, dass wirklich alles Abgedruckte drin ist. Also das heißt, hier wird eben beschrieben, aus welchen Ausgaben die Extras drin sein können und das sind dann auch meistens die, die hier abgebildet sind. Heute allerdings sind zwar alle Extras richtig, aber eins dieser Hefte, das ist es nicht. Und ich kann euch die Sache ein bisschen kurz fassen. Wir haben nämlich hier ganz, ganz viele Lego Star Wars Magazine aufgelistet und das Lego Star Wars Comic Nummer 1318, das ist das hier links, und das Lego Star Wars Action Comic Nummer 1223. Das ist nicht die 1223. Das ist nämlich nicht das Action-Comic, sondern das Comic 12. Nicht das Action-Comic 12. Das Action-Comic 12 kam nämlich mit dem Sith-Trooper und sah ein bisschen anders aus. Ich kann das mal hier daneben halten. Da war zwar auch Luke und Leia drauf und die waren beide genauso aufgelistet. Lustigerweise war, glaube ich, im Hintergrund auch ein X-Wing zu sehen. Also das ist auch nochmal ein nettes Detail. Aber die beiden waren eben nicht das gleiche. Es war zwar beides die Nummer 12, aber das eine ist eben so 5 Jahre später rausgekommen und hatte eine Minifigur drin. Das hier hat ein anderes extra enthalten. Ich glaube, das war irgendwie ein Imperial Shuttle oder sowas. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendwas, was hier nicht drauf ist. Deswegen, man darf dem Text hier unten Glauben schenken, weil die Minifigur ist abgedruckt und der Text sagt das. Ich nehme einfach an, dass sie das falsche Magazin hier abgedruckt haben. Ich finde es einfach lustig, sowas zu sehen. Also in dem Fall wahrscheinlich kein großer Fehler, aber trotzdem irgendwie, ja, vielleicht was, auf was man dann nächstes Mal achten könnte. Ich weiß es nicht. Wir wollen heute natürlich nicht nur das Mystery Pack von außen anschauen, sondern wir wollen auch reingucken und sehen, was uns denn hier erwartet und ob es den Sparpreis von 6,99 dann eben auch wert ist. Wie ihr seht, das Ding ist auch teurer geworden. Also die letzte Ausgabe hat, glaube ich muss es mal eben kurz raussuchen, hat tatsächlich 5,99 gekostet, die letzte Ausgabe. Also man kann es auf dem Thumbnail sogar noch so ein bisschen kurz sehen. Für diejenigen, die es interessiert, das hier ist die ISBN-Nummer oder diese Barcode-Nummer, falls ihr die irgendwo eingeben wollt oder so. Ich weiß es nicht, falls man das irgendwie gebrauchen kann. Und damit würde ich aber auch sagen, kommen wir zum Unboxing, weil jetzt wird es richtig spannend. Wir haben nämlich einige unfassbar gute Minifiguren mit dabei. Und zwar zum einen natürlich hier den
wunderschönen 212. Klontrooper. Aber ich finde natürlich auch sowohl Luke, weil wir den aktuell überhaupt nicht auf dem Markt haben, aber auch den Sith Trooper super, super cool. Wer sich erinnert, ich habe daraus tatsächlich eine Armee aufgebaut und die sieht so cool aus. Deswegen, ich freue mich darüber und ich hoffe davon, vielleicht nochmal einen zu erwischen. Dann haben wir natürlich mit dabei das hässlichste Extra aller Zeiten, Yodas Jedi Starfighter. Wir haben den Mandalorian Starfighter, dann Kylo Ren Shuttle und noch so ein oder zwei andere coole Sachen. Ich glaube, mein Favorit ist natürlich, wer hätte es erwartet, der 212. Klontrooper. Und ich glaube, Luke Skywalker von den baubaren Extras brauche ich keins so wirklich richtig. Ich glaube, das Droid Gunship wäre noch was, was ich vielleicht nochmal nehmen würde. Auf keinen Fall möchte ich den Yoda Starfighter. Und ich weiß genau, was jetzt drin sein wird. So, jetzt kommen wir aber natürlich zum Unboxing. Hier unten ist übrigens nochmal kurz aufgeführt, wenn ihr diese Päckchen kaufen könnt. An der Stelle übrigens nochmal, wenn ihr die irgendwo bei euch findet, schreibt mir gerne, wo ihr wohnt, in die Kommentare, damit ich weiß, wo das eben aufgetaucht ist und wo nicht. Aber hier unten könnt ihr dann eben, wenn ihr das Ding gekauft habt und dann irgendein Extra drin hattet, hier die Bauanleitung rausfinden, weil da sind natürlich auch manchmal Extras drin, die eben nichts mit den Magazinen zu tun haben, die drin sind. So, jetzt reißen wir aber dran und es hat sich eine Sache überhaupt nicht geändert. Und zwar die Menge an Kleber hier unten dran. Oh mein Gott, ist das viel! Boah, das geht ja gar nicht. Guckt euch das an. Das ist ein Klebezeug. Aber ich kann schon hören, wenn ich hier drauf drücke. Ich vermute, dass da tatsächlich zwei Paperbags drin sind. Also wir haben ja einige, die hiervon auch tatsächlich noch Foilbags sind. Also Luke Skywalker zum Beispiel, das Kylo Ren Shuttle. Also einiges davon könnte man auch in einem normalen Foil... Oh Gott, in einem Foilbag bekommen. Meine Finger kleben wie doof. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Ich muss mal kurz gucken. Also ein Extra ist auf jeden Fall hier und das ist umgedreht. Okay, das heißt eventuell, weil das hier so rumflubbert, ist es ein Extra, was hier einfach so einzeln drin liegt und nicht zu irgendeinem der anderen gehört. Ist das ein Lichtschwert? Mhm, okay, ich bin interessiert, aber wir hatten doch... Ist da irgendein Paperback drin, was ein Lichtschwert hat? Nö. Okay, spannend. Wir gucken uns das natürlich gleich an. Hier steht mächtiger ATTE als Extra. Der kann doch gar nicht drin sein. Na sowas, dann ist das wahrscheinlich das Heft oder das Ding, was ohne Extra kommt. Und das zweite Heft da drunter, das kommt dann eben mit dem Extra. So, also ATTE haben wir. Ich drehe das Ganze einmal ganz fix um. Und wir gucken uns als erstes einmal kurz das Extra an, was uns hier erwartet. Was, ich weiß nicht, ob das drin sein kann. Wir drehen es einmal um und es ist Luke Skywalker. Aber ein anderer, also der hätte tatsächlich weder von der kleinen Beschreibung unten drin, noch von den Bildern, noch von den Dingern drin sein können. Ja, das verwirrt mich jetzt total, keine Ahnung. Gut, also haben wir mit dabei. Ich muss aber auch dazu sagen, auch Baltic Bricks hatte diese Figur mit drin. Ich habe nur gedacht, das ist vielleicht ein Einzelfehler gewesen und habe deswegen nicht mehr drauf geachtet. Aber ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ihr zwei von den gleichen Mystery Packs in der gleichen Region kauft, dann wird relativ offensichtlich immer das gleiche drin sein. Und das heißt für mich jetzt eine bestimmte Sache für das zweite Heft. Da hatte er nämlich auch etwas drin und ich weiß nicht, ob ihr es eben in dem Teaser schon gesehen habt. Und zwar könnte das, ich hoffe nicht, doch es ist, ach verdammt, es ist der Yoda Jedi Starfighter. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe es ja schon erwähnt, ich mag das überhaupt nicht, das Ding. Ich habe sogar einen schöneren Design. Also guckt euch das alte Video gerne hier oben rechts an. Ich werde es in der Endcard auch gerne nochmal verlinken. Aber das ist ja der Wahnsinn. Also ja, das Extra, was man nun wirklich gar nicht gebrauchen kann, das ist hier wahrscheinlich deswegen auch drin. Also beim Luke kann ich mir auch vorstellen, dass er sich nicht so gut verkauft hat. Aber bei dem wundert es mich halt überhaupt nicht, weil das ist wirklich das schlimmste Extra aller Zeiten. Ich habe jedem davon abgeraten, das Ding mitzunehmen. Das sieht so überhaupt nicht nach Yodas Jedi Starfighter aus. Ich kann mal kurz gucken, ob hier irgendwo ein Bild drin ist von dem echten Yodas Jedi Starfighter. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Moment, wir haben doch bestimmt hier irgendwo eins. Übrigens an der Stelle auch noch ein richtig cooles Poster von den Sturmtruppen. Genau. So, Yoda ist natürlich als Poster mit dabei. Das kann man sich dann auch noch mal ein paar Mal anschauen. So, hier ist der Jedi Starfighter. Und dann genau hier. Da ist nämlich, ist es so schön nebeneinander gesetzt. Also hier der Yodas Jedi Starfighter in klein und hier der wirklich schicke Yodas Jedi Starfighter in groß. Also ich kann mal kurz gucken, ob er noch mal irgendwo im Flug dann unterwegs ist, aber vermutlich nicht. Okay, spannend. Als nächstes kam dann der Republic Fighter Tank. Also der war ja natürlich 100-mal besser. Aber nö, den haben wir hier nicht nochmal zu sehen, aber man kann schon... Also selbst dieses Bild hier von der Seite ist so viel schicker, als was auch immer das hier ist. Also, keine Ahnung, was ich damit mache. Ich werde mich drüber freuen, wahrscheinlich auch über dieses ATTE-Heft. Da sind ja auch ein paar sehr, sehr coole Poster mit drin, zum Beispiel auch wieder von einer Sturmtruppe. Aber die limitierte Karte, die hätten sie ruhig beilegen können. Das wäre lieb gewesen.
Ja, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, 6,99 war das hier vermutlich nicht unbedingt wert. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da was Besseres drin hattet als ich und als Baltic Bricks oder Baltic Bricks, genau. Also die beiden sind, glaube ich, keine 6,99 wert. Also der Luke vielleicht. Also den finde ich ganz cool. Hier sind halt nette Steine drin, aber so richtig gebrauchen kann man das nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr drin hattet, was ihr gerne drin gehabt hättet und ob euch das eben den Preis von 6,99 wert gewesen wäre, wenn ihr das drin gehabt hättet oder wert gewesen ist mit dem, was bei euch drin war. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Ich hoffe, dass Blue Ocean uns nicht noch einmal 7 Monate warten lässt und die nächste Wundertüte auch bei mir rauskommt. Danke fürs Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.